So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir haben letztens ja die vierte Kryptowelle entwickelt. Hat ein bisschen gedauert. Die fünfte hat man sogar eher vollständig als die vierte, was ziemlich komisch ist. Aber Voldilam hat mir einfach die ganze Zeit noch gefehlt bei der vierten Kryptowelle. Bei der fünften ging das irgendwie schneller, waren auch weniger Pokémon. Wir haben ja gemerkt, dass bei der vierten wohl die meisten Pokémon bisher vertreten waren als in anderen Kryptowellen, die bisher veröffentlicht wurden. Und wir wollen heute einfach mal wieder Krypto eingeben, schauen, was wir noch alles da haben, was wir noch alles entwickeln können, dass wir die Familien vollständig haben. Krot, Krypto, ihr seht, es sind immer noch 108 Krypto-Pokémon. Die Starter haben wir natürlich vollständig, auch hier Hornliu ist vollständig, Radfratz, Sandan. Aus der fünften Welle müssen wir noch entwickeln. Hier habt ihr also das normale Sandan, in Klammern normal, entwickeln wir natürlich zum Sandama. Über 4000 Bonbons, wie viel habt ihr? Ihr könnt ja immer mal vergleichen, wie viele Bonbons ihr bei den einzelnen Pokémon habt. Und habt ihr schon ein 100%iges Sandan erlöst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe bisher, glaube ich, ein 100%iges Zubat erlöst und mehr noch nicht, während ich bei anderen sehe, dass da jeden Tag irgendwas Krasses passiert. Zubat, Golbat haben wir vollständig, Mirapler, Duflor, Blutzug, Omot, Mauzi, wurde im Text nicht erwähnt, aber war natürlich bei den Rocket Bossen dabei und wurde mit dem Event eingeführt, wo die fünfte Welle kommt, zählt also auch dazu, hier auch über 5000 Bonbons, also auch ein Krypto Mauzi und Krypto Snobili Cut. Da natürlich interessant, das Ganze gibt es jetzt auch als Shiny, aber das wisst ihr ja, wenn ihr schon einen Shiny Krypto Mauzi habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, würdet ihr das Krypto, das Shiny als Krypto lassen oder würdet ihr es erlösen? Was ist mehr wert, das Krypto Shiny oder das normale, was ihr auch so fangen könnt? Damit müsste die Frage eigentlich schon beantwortet sein. Das also Mauzi und Snobili Cut, Shiny fehlt mir wie gesagt noch als Krypto. Als normales Mauzi habe ich zwei und Snobili Cut habe ich ja auch alles entwickelt. Enton, Entoron haben wir hier, Fukano, Arcani, die Quapsel-Familie, die Abra-Familie, Knofenser, der war auch dabei in der fünften, den wir mal auch entwickeln. Nehmen wir hier wieder mal den zweithöchsten. Ach, da habe ich schon mal eins gefangen. Genau, deswegen ist der Schatten unten nicht mehr da. Knofenser und Ultrigaria. Ultrigaria gab es auch mal aus einem Stop direkt zum Fangen. Habe ich leider gefangen. Eigentlich hätte ich fliehen müssen, dass ich den Schatten unten noch habe. Jetzt sieht man sogar wenigstens den Unterschied. Denn das Komische ist ja beim Knofenser, das ist, glaube ich, das einzigste Krypto-Pokémon, was keine roten Augen hat. Guckt euch das hier an. Alle haben rote Augen, aber Knofenser... Knofenser, das, wieso spreche ich das so komisch aus? Sieht irgendwie normal aus, bei dem erkennt man gar keinen Unterschied, außer dass halt dieses schwarze, lilane Giftgas da drum rumfliegt. Trotzdem, Ultrigaria. Ja, die Katze hat sich gerade anders gelegt. Ultrigaria hat wieder diese typisch roten, teuflischen Augen. Und wir geben nochmal 100 Bonbons aus für ein Satzenia. Wie viele Knofenser-Bonbons habt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Best eine Liste machen, macht nämlich eh keiner. Bei jedem, was ich entwickle, wie viel euer Bonbon-Stand ist, das wäre nämlich genial. Hier sind immer noch 4400 übrig. Magnetilo, auf den habe ich mich besonders gefreut. Und da kommen wir auch gleich wieder zu einem weiteren Thema. Das sind gar nicht so viele, 1600 Bonbons nur. Aber da habe ich auch schon eins mit dem Sinnohstein entwickelt und gepusht. Ein Magnezone 100er, Magneton als Shiny entwickelt und Magnezone als Shiny entwickelt. Da ging wahrscheinlich einiges drauf. Jetzt hier also auch Krypto Magnetilo. Das hat gleich drei rote Augen. Und wenn wir auch das höchste nehmen und entwickeln, haben wir das gleiche wie letzte Sendung in der vierten Welle. Da hatten wir nämlich drei Krypto-Pokémon dabei, die einen Sinnohstein benötigt hatten. Das war, glaube ich, Magma, Elevoltec, also Magbrand, Elevoltec, die Entwicklungen und was war das letzte? Und irgendwas anderes, was noch weiter unten kam auf jeden Fall. Heute haben wir, glaube ich, auch drei Stück dabei. Hä? Oder auch nicht. Warum kann ich das nicht weiterentwickeln? Bruder, was? Ach so.
Da brauche ich doch erst ein Magnetmodul. Wollen die mich verarschen? Ich muss mal kurz rausgucken, ob ich ein Magnetmodul habe. Sonst muss ich das nämlich nochmal nachholen. Toll. Ich habe natürlich ein MOS-Modul, aber ich habe kein Magnetmodul. Wofür brauche ich das denn noch? Brauche ich das noch bei einem anderen? Nein. Wollen wir es jetzt machen? Wollen wir extra ein Magnetmodul kaufen? Ich habe eigentlich keine Pässe mehr, kein Geld mehr. Ich wollte sparen, aber wir müssen es zur Vollständigkeit machen und uns ein Magnetmodul holen, leider Gottes, für 200. Und da ist das Gute, dass ich ja hier den Pokestop vorm Haus habe, wo ich jetzt einfach mal das Magnetmodul zünden kann. Hey, Magnetmodul ist an, richtig genial. Jetzt müssen wir wieder rein auf Krypto-Pokémon. 1.17 Uhr, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Magnetmodul läuft. Jetzt machen wir hier nochmal an. Krypto, müssen wieder runter. Müssen das Magneton suchen. War das jetzt richtig? Genau. Jetzt können wir es aber entwickeln im Magnetmodul mit 100 Bonbons. Das braucht nämlich gar keinen Sinostein, da habe ich ja schon wieder Quatsch erzählt. Dann waren es in der vierten Welle aber 3 Stück, die mit Sinostein entwickeln gehen. Hier in der fünften eben ohne Sinostein, das Magnetzone, dafür aber mit einem Magnetmodul. Da wäre es eigentlich schlau, wenn ihr euch absprechen würdet, dass da mehr Leute von profitieren. Nicht so wie ich, nachts einfach mal ein Magnetmodul zünden. Wir können uns ja beeilen, dass wir hier fertig werden, dass wir vielleicht dann noch ein bisschen was davon nutzen können. Was haben wir hier noch übrig? Das war dabei, das nicht. Sichlor war zwar schon released, aber ihr wisst, in der fünften Welle kam das jetzt als Shiny hinzu. Dass ihr also auch ein Shiny Krypto Sichlor und damit auch Shiny Krypto Sherox bekommen könnt. Wenn ihr da eins habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ganz wichtig, Porygon, genau, das ist wieder so ein Typ. Da fangen wir wieder von hinten an. Wir haben das Kleine hier. Wir nehmen das Zweite mit einem Upgrade und 25 Bonbons. Und das Dritte braucht aber auch gleich wieder einen Sinostein, hoffe ich. Nicht, dass ich dann ein noch ein Magnetmodul anmachen muss. Nein, Ramses, jetzt beherrscht dich doch mal. Die denken alle, du hast keine Ahnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Gummiende gebastelt. Und ihr seht es schon unten mit einem Sinostein, wo wir aber das Höchste nehmen. Werfen nochmal 25 Bonbons raus. Da haben wir jetzt auch nur 1100 noch übrig. Gut, Porygon ist jetzt nichts, was überall rumsitzt, was man jetzt die ganze Zeit ausbrütet. Porygon trotzdem immer noch eins der selteneren Pokémon, würde ich sagen. Da auf jeden Fall, manche haben bestimmt noch nicht mal das Porygon Z. Ich habe also jetzt das Porygon Z normal als 100er mal entwickelt, weil ich eins gebrütet hatte. Und jetzt entwickeln wir noch das Krypto Porygon Z mit einem Sinostein und 100 Bonbons. Da bin ich gespannt natürlich auch, wenn das mal als Shiny rauskommt, wie sie das machen. Gibt es dann ein Event, wo überall Porygon rumsitzt in der Wildnis? Oder muss man das dann auch wieder brüten? Oder packen die das mal in einen Raid? Also der Fantasie und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben jetzt hier Porygon Z übrig. Arktos, zeig mal zwischendurch, müsste eigentlich das Highlight sein, gab es sozusagen auch mit der fünften Welle dazu, da ihr da eben auch die Spezialaufgabe bekommen habt, die Spezialforschung, wo ihr gegen Giovanni kämpfen musstet, um euch einen Arktos zu sichern. Habt ihr euer Arktos erlöst oder habt ihr es als Krypto behalten? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind nämlich auch gespannt, wenn nächsten Monat nochmal die Spezialforschung kommt, ob es wieder Arktos gibt oder ob schon der nächste legendäre Vogel dann zu bekommen ist. Dann wäre es nämlich wirklich so, dass man das nur einmal bekommen kann. Beziehungsweise bei mehreren Accounts könnt ihr auf dem Hauptaccount das Krypto behalten. Bei dem kleinen Account erlöst ihr es und tauscht es euch dann. So habt ihr dann auch ein Krypto und ein erlöstes Arktos. Denn Erlöste könnt ihr tauschen, Krypto könnt ihr nicht tauschen. Aber das wisst ihr ja, das muss ich euch ja nicht erzählen. Wohin genau ist auch dazu gekommen, das seht ihr hier ein männliches ohne Lippenstift, mit roten Augen und hier ein weibliches mit Lippenstift, aber auch roten Augen. 800 Bonbons gerade mal, ist auch nicht so viel. Hier haben wir ein weiteres mit Sinostein, nämlich ein Sneebel. Wieso habe ich da eigentlich 3? Da brauche ich doch eigentlich nur 2. Auf jeden Fall haben wir hier ein 415er, 420 und das 436 ist das höchste. Das entwickeln wir auch mit Sinostein,
100 Bonbons und 2005 Bonbons hatten wir jetzt noch auf der Hand. Das gibt es natürlich auch in der fünften Welle, auch als Shiny. Ihr habt also auch die Möglichkeit, ein Shiny Krypto Sneeble zu bekommen und das zu entwickeln. Ich habe Shiny Sneeble, Shiny Sneebunna. Ich habe jetzt Krypto Sneeble und Krypto Sneebunna. Theoretisch fehlt noch das Shiny Krypto Sneeble und Sneebunna. Dann wäre die Sammlung perfekt, aber ist das vielleicht zu übertrieben? Der Beutel, ihr habt irgendwann wirklich keinen Platz für nichts mehr. Jetzt also hier Krypto Sneebunna noch 1906 Bonbons übrig. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir am Ende angekommen. Genau, jetzt seht ihr nämlich hier unten schon, wie sich die Sino-Entwicklungen da stapeln. Jetzt sehe ich auch, was das dritte war. Neben Ele Voltec und neben Mark Brandt haben wir in der letzten Folge nämlich noch ein Zwirrfinst entwickelt. Ist das nicht genial? Habt ihr auch schon so viele Sino-Steine sinnlos verballert wie ich? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten gab es eben hier auch ein paar Sachen am Community Day, wie das mit dem Cellast oder mit dem Knacklion. Bei Panflam haben sie es jetzt nicht gemacht. Keine Ahnung, das ist wieder sehr wechselhaft, was Niantic da macht. Eigentlich hätten sie ja jedes Pokémon, was ein Z-Day bekommt, in Zukunft direkt auch da in die Rocket Stops gleich geben können, dass man das da auch so mitbekommt. Wäre nochmal ein Anreiz, aber ich glaube, bei Panflam diesmal gab es einfach normale Rocket Stops mit verschiedener Auswahl. So, das war aber jetzt die fünfte Welle. Die haben wir auch komplett. Wir sind gespannt, was noch weiter auf uns zukommt. Welche Rocket-Events noch kommen, ob es da nochmal andere Bosse gibt, dass bei den Bossen ebenso nochmal wechselt, welche normalen Rüpel-Pokémon wechseln, was noch. Irgendwann hat man gar keine Übersicht mehr. Wenn ihr was Bestimmtes sucht, müsst ihr erstmal euch zwischen 1000 Sätzen entscheiden und bei einem Satz können dann 20 verschiedene sein. Es wird also immer komplizierter, außer sie nehmen wieder ein paar raus. Das sehen wir aber dann und wir sind gespannt natürlich, ob es nochmal Krypto Arctos gibt oder ob dann schon vielleicht Lavados oder Zapdos in der Spezialforschung ist. Wir bleiben dran, wir sind dabei, wir nehmen einfach alles mit. Ihr seht, hier ist sogar ein Dicta jetzt gespawnt. Das drücken wir mal an und ich würde sagen, das nehme ich jetzt vielleicht noch mit. Ja, auch noch daneben geworfen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut 10%. Euer Ramses.